Yvonne König is een Duitse schlagerzangeres die in Oslijn vooral bekend is van het liedje Ik hou van Amsterdam. Een Duitsstalig liedje met inderdaad een Nederlandstalige titel. Het was een grote hit, maar daarna werden het ook weer gaat stiller rondom Yvonne König. Dit jaar maakte ze echter een comeback. Een gloednieuw album kwam uit en dat werd onlangs gepresenteerd in Keulen. TV 11 was ook bij de cd-presentatie en in Duitsland pakken ze dat groots aan. Tijd om even bij te kallen met Yvonne König. Ik zal zeggen van harte welkom vanuit de dansbar in Keulen. En even bij ons dan Yvonne. Yvonne, we kennen ons seit 2009, denk ik zo ongeveer. Dat stimmt. Dat is een lange weg bis jetzt. Was ist alles passiert? Das war ein sehr langer Weg. 2009 haben wir uns kennengelernt. Das war ein ganz toller Auftritt. Ich habe sehr viel Resonanz auch von Holland, Belgien etc. bekommen. Das ging auch immer weiter stetig nach oben. Dann habe ich leider 2013 einen krankheitsbedingten Ausfall bekommen, wo mir ein Arzt quasi mich falsch behandelt hatte und ich quasi ein halbes Jahr ans Bett gefesselt war. Deshalb können wir jetzt erst das neue Album, die CD präsentieren und ich fange wie ein bisschen Treppchen unten an nach oben, aber ich gebe nicht auf, ich bin eine Kämpferin. Na, die Welt gewartet. Wird höchste Zeit. Jetzt kann's ja weitergehen. Mit sowas wie dir wird endlich durchgestartet. Mit dir als Kapitän ist wieder Land zu sehen. Ist wieder Land zu sehen. Aber wir gehen noch immer nach Amsterdam, denke ich, oder nicht? Auf jeden Fall. Was muss ich mich vorstellen bei deinem neues Album? Was ist da so Besonderes dran? Also mein neues Album, das bin endlich mal ich. Ich habe früher leider, ich bin an Menschen geraten in der Szene. Ich glaube, die Insider wissen, was ich meine. Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Aber das bin ich nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, Ende, entweder bin ich das, was ich bin, oder ich mache gar nichts mehr. Ne, und das habe ich durchgesetzt und das bin jetzt wirklich ich. Mit den Liedern, mit den Texten. Eine reife Frau, die das sagt, was sie spricht und auch fühlt. Und ich finde, das ist wichtig, nicht eine Marionette zu sein, sondern der zu sein, der man ist. Ich denke, dass das dann ein Album ist, wo du eigentlich endlich dich selber bist. Da geht es eigentlich drum. Genau, ich bin es selber und ich habe die Texte mit ausgesucht. Ich habe die Komposition mit ausgesucht und bin keine Marionette mehr, sondern ich bin ich. Ich bin Yvonne König. Und wo muss man eigentlich darauf achten, Yvonne? Welches ist dein Favoritentitel? Mein Favoritentitel, also wir haben jetzt ja wirklich vier Hammer-Dingel ausgekoppelt und alle vier gefallen mir richtig gut. Ich bin da wirklich, ich hatte auch gesagt, welche nehmen wir denn? Die Bienen oder tausend Träume. Also das ist wirklich, ihr hört das gleich. Ne? Also ich werde ja auch auf deiner Veranstaltung im Oktober auch wirklich vier neue Titel vorstellen. Ich kann mich nicht entscheiden momentan. Es ist wirklich alles so schön. Es kann nicht mehr schief gehen. Nach Amsterdam kommt der nächste Hit wieder in Holland. Hundertprozentig und ich denke, dass die Biene ist. Ich habe noch nicht gehört, aber ich habe mit deiner Tänzerin gesprochen. Dankeschön. Du redest so viel, ohne dass du etwas sagst. Ich kenne Yvonne seit 2009 in Holland. Ja. Aber was tut ihr eigentlich? Also, ja. Stefanie? Ja, was tun wir? Wir ist ihr Tanzlehrer. Genau. Also die Tanzlehrerin wirklich. Wir haben uns in der Tanzschule kennengelernt und ja, und jetzt tanzen wir so ein bisschen im Background mit. Und das Erlebnis oder so? Total. Ja. Es ist was ganz anderes. Wir sind Turniertänzer, also wir tanzen wirklich vor Publikum, vor Wertungsrichtern. Wir machen selber Wertungsrichter. Also, und jetzt ist es halt gerade mal, dass wir wirklich mit auf der Bühne stehen für eine Sängerin. Also das ist was ganz Neues für uns eigentlich auch. Und wir haben uns wirklich sehr viel darauf vorbereitet, dass es auch gut aussieht gleich. Hoffentlich. Aber wir sind da sehr optimistisch. Sagen dann denke ich, als alter Mann, nicht, denke ich dann... Wie kann die Jugend noch so stehen auf Schlager? Ach, ich weiß gar nicht, wie wir da irgendwie so reingerutscht sind. Wir zwei sind da auf jeden Fall totale Fans. Und deswegen, als sie dann erzählt hat, ja, ich bin aber Schlagersängerin, das muss ich dazu sagen, also da waren wir hellauf begeistert.
komm nach Deutschland und du hörst Yvonne König. Ja. Also, ganz ehrlich. Also, das geht auch in Holland seit 2009, denke ich. Ja, ja. Ich dachte, der Titel war Amsterdam oder so. Traum von Amsterdam, natürlich. Ja, klar. Und dann kommst du nach Deutschland und hörst Yvonne. Ne? 1,5 Millionen Bienen, auf jeden Fall. Vielen Dank. 1,5 Millionen Bienen kommen. Ja, das singt sie besser, aber wir tanzen dazu. Richtig. Und zusammen machen wir das Optimale, ja, doch schon. Ist wieder lang zu sehen.